1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Ich hoffe, dass ihr angenehme Ostern hattet. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Jetzt sind wir wieder da von montags bis freitags, so wie ihr das gewohnt seid, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr hier im Radio bei 1Live und im WDR Fernsehen und bei 1Festival. Montagnacht wie immer eine freie Themennacht, und wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch ganz einfach unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt, und wir unterhalten uns hier live im Radio, im Fernsehen über Gott und die Welt, über alles Mögliche, alles Unmögliche. Der erste Anrufer, die erste Anruferin heute Nacht heißt Beatrix und ist 27 Jahre alt. Guten Morgen, Beatrix. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Weswegen hast du angerufen? Im Prinzip geht's um meinen Vater. Der ist letztes Jahr gestorben. Mhm. Und es war so, dass wir vor uns zerstritten hatten, Jahre vorher, und dass wir vorher nicht mehr miteinander sprechen konnten. Mhm. Ist er plötzlich verstorben? Ja, an einem Herzinfarkt. Ja, wie alt ist er geworden? 60. Mhm. Letztes Jahr? Mhm, ja. Wie lange hattet ihr dann überhaupt gar keinen Kontakt mehr? Also es war so, dass meine Eltern haben sich getrennt, als ich 8 war. Mhm. Und danach hat er sich nach kurzer Zeit schon nicht mehr um mich gekümmert, auch nicht um meine beiden Schwestern, die 10 und 11 Jahre älter sind als ich. Mhm. Und danach kam der Kontakt also sehr sporadisch, bis ich dann 17 war. Ja. Da hatte ich erst einen Freund, der nicht in sein Weltbild gepasst hat. Dann bin ich arbeitslos geworden mit 17, und meine Mutter kam dann auf die Idee, ihn auf Unterhalt anzuschreiben mit einem Anwaltsschreiben, was ich dann getan habe. Ja. Naiverweise, heute weiß ich, dass es nicht gut war, ich konnte aber damals das nicht abschätzen, was das nach sich ziehen wird. Also er wollte dann nicht mehr mit mir sprechen, er hat dann quasi so... Also das war ein schwieriger Kontakt, höre ich schon von Anfang an, zwischen euch beiden. Deswegen habt ihr denn dann vor ein paar Jahren, sagst du, vor ein paar Jahren gestritten? Was war da? Vor ein paar Jahren, es waren eben, wie gesagt, 10 Jahre, als ich 17 war. Ach, das war... Dieser Anwaltsbrief hat dann das ausgelöst. Also er hat dann quasi so getan, als ob ich nicht da bin, als ob es mich nicht gibt. Hm. Hast du denn von deiner Seite in dieser Zeit irgendwann einmal versucht, auf ihn zuzugehen? Ein paar Monate vor seinem Tod, ja. Also habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, dass ich... Ich finde, dass es Zeit ist, zu vergessen und zu verzeihen, und dass ich bereit dazu bin, zu vergessen. Obwohl du da gar nicht wusstest, dass er war auch nicht krank, ne? Also du hast gerade gesagt, dass er sehr plötzlich verstorben ist. Ja, also er hatte schon so ein bisschen Magenprobleme, aber dass er jetzt Herzprobleme hat, wusste ich nicht. Also war es fast ein Zufall, dass du dann kurz vor seinem Tod auf ihn zugegangen bist? Ja. Hat er sich da zurückgemeldet? Nein, also ich habe ihm auch Bilder mitgeschickt von meiner Tochter und von meinem Mann, die er beide auch nicht kennt. Mhm. Aber er hat sich nicht darauf gemeldet. Gar nicht. Sag doch nochmal, diese Hauptauseinandersetzung damals, als du 17 warst, da ging es um Kohle. Ja. Ja. Und mein Bruder kam halt auf die Idee, ich sollte ihm doch per Anwalt dann das Schreiben zukommen lassen. Er sollte mir Unterhalt geben für diese 3 Monate, die ich arbeitslos war. Und ja, nachdem ich auf meinen Vater auch nicht so gut zu sprechen war damals, weil er eben, seit ich 8 war, sich nicht wirklich um mich gekümmert hat, war das für mich damals nicht der große Akt. Also ich habe das damals dann einfach getan. In all den Jahren, als du nichts gehört hast von ihm, was hast du da so über ihn gedacht? Hat das deine schlechte Meinung über ihn nochmal so stabilisiert, untermauert? Ich hatte immer den festen Vorsatz, irgendwann spreche ich mit ihm. Mhm. Und ich glaube, ich hatte immer die Vorstellung, irgendwann wird alles gut. Mhm. Ich bin erstaunt, was für eine seltsame Fügung, dass du dann doch einige Monate vor seinem Tod diese Mail geschrieben hast. Und letztendlich, wie gut für dich... Weil du
ich glaube, dass dein Gewissen nicht so belastet ist. Doch, ist es. Also ich habe sehr große Schuldgefühle. Formulier die mal eingehender. Ja, warum habe ich so weit kommen lassen? Warum bin ich nicht vorher zu ihm gekommen? Mhm. Und auch diese Fragen, warum kam er nicht auf mich zu? Mhm. Und ja, warum ist es so passiert? Warum hat er mich nicht geliebt? Wie kann man sein Kind nicht lieben? Mhm. Aber für diese Frage musst du dir ja keine Schuldvorwürfe machen. Und diese Situation, in die ihr da hineingeraten seid, da gehören ja immer zwei. Und lange Zeit war er der Ältere und Erfahrenere. Ja. Und du warst eben das Mädel und die junge Erwachsene. Mhm. Und du warst seine Tochter. Ja. Das heißt, eigentlich so ganz objektiv gesehen, so von außen würde ich jetzt sagen, das wäre auch an ihm gewesen, dass er mal irgendwie mal Kontakt sucht zu seiner Tochter. Ja, das dachte ich auch immer. Und ich meine, du hast es immerhin getan. Vielleicht hättest du es noch früher machen können. Ja, das stimmt. Aber das ist jetzt müßig, darüber nachzudenken. Aber du hast ihm diese Mail geschrieben. Mhm. Und er hat leider nicht geantwortet. Nein. Und das heißt, all die vielen Fragen, die du hast, die werden wahrscheinlich unbeantwortet bleiben. Mhm. Ja, und das ist sehr quälend. Mhm. Warst du dann auf der Trauerfeier von ihm? Ja. Hast du dann, hat er ein neues Umfeld, hatte er eine neue Partnerin? Ja, eine neue Frau. Mhm. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit für dich, dass du zu der irgendwie einen Kontakt aufbaust und über diese Frau etwas erfährst. Mhm. Nee, ich habe sie schon gefragt. Also er hat nicht mit ihr über mich gesprochen. Mhm. Er war auch kein Mann großer Worte in Sachen Gefühle oder gab es nicht. Mhm. Er hat dich verlassen mit all den offenen Fragen. Ja. So kann man sagen. Mhm. Und du bist traurig. Traurig, ja. Weil du letztendlich deinen Vater nie hast wirklich kennenlernen können und auch nicht lieben dürfen. Ja. Mhm. Genau so ist es. Mhm. Aber ich glaube wirklich, Beatrix, dass die Schuld in geringem Maße bei dir liegt. Im sehr geringen Maße. Ich meine, es sind 10 Jahre vergangen seit dieser Geschichte mit der Unterhaltszahlung. Da hätte er irgendwann sagen müssen, Mensch, schwamm drüber. Ich will mein Mädchen kennenlernen. Ich will wissen, wie es dir geht und was wusste er, dass er Opa geworden war? Wusste er das? Oh, da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Meine Mutter hat ihm manchmal, wenn sie ihn getroffen hat, was über mich erzählt, aber er hat nie nach mir gefragt. Also sie hat es von selber gemacht. Mhm. Aber es hat ihn, glaube ich, nicht so wahnsinnig interessiert. Mhm. Ich finde gut, ich sage das nochmal, dass du diese Mail geschrieben hast. Ich finde das gut für dich, weil es, weil du dir mehr Vorwürfe machen würdest, wenn du sie nicht geschrieben hättest. Dann wäre so dieser Satz, ach, hätte ich doch nur auch was unternommen, wäre stärker als jetzt. Jetzt musst du diesen Satz abschwächen, weil du hast etwas unternommen. Ja, aber man kommt sich so wertlos vor, wenn nicht mal der Vater es schafft, einen zu lieben. Mhm. Wer liebt dich heute? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich frage, wer liebt dich heute? Mein Mann, meine Mutter, mein Kind. Na, immerhin. Was ja schon sehr viel ist, wenn man von 3 Menschen geliebt wird. Das ist auch ein Trost, finde ich. In all der Traurigkeit, die mit deiner Vaterbiografie verbunden ist. Ja, klar. Aber mein Vater hat meine Wurzeln und irgendwie ist da ein Fehler drin. Mhm. Du wirst versuchen müssen, da irgendwie jetzt dich mit zu arrangieren und deinen Frieden zu schließen. Ja. Weil es ist jetzt so, wie es ist. Aber ich glaube, viel mehr hättest du gar nicht tun können. Wahrscheinlich hätte er dich auch noch abgewiesen, wenn du früher zu ihm gekommen wärst. Ja gut, meine Schwester hat gesagt, das hätte er nicht gemacht. Und damit hat sie mich wieder voll in dieses Loch reingerissen. In dieses Vorwurfsloch. Warum sagt sie das? Ich weiß nicht, sie ist so, wir verstehen uns nicht besonders gut. Also ich habe keinen besonders guten Kontakt zu meinen Schwestern. Okay, dann kannst du es ja auch so einordnen, dass sie dir vielleicht auch mit so einer Aussage schaden will. Ich als völlig unbeteiligte Person empfinde das anders, wie du mir das geschildert hast, sein Verhalten.
Liebe Beatrix, wenn du noch gerne ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen möchtest, dann biete ich dir das sehr herzlich an. Mhm, ja? Gut, dann legst du auf und die Anja, meine Psychologin, ruft dich jetzt an. Okay, danke schön. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, an dieser Stelle Hinweis auf morgen. Morgen ist wie immer dienstags eine Themennacht bei uns und das Thema morgen heißt Mama-Söhnchen. Ich möchte gerne mit Männern sprechen, die von sich aus sagen, ja, meine Mama, das ist schon der wichtigste Mensch in meinem Leben. Die Mama ist wichtiger als meine Partnerin. Ich möchte gerne mit Frauen reden, die mit Mama-Söhnchen zu tun haben oder hatten. Und ich würde auch gerne mit Müttern sprechen, die ganz stolz sind, die sagen, ja, mein Sohn, das ist die Nummer eins in meinem Leben und umgekehrt. Und ich habe auch die Hand so auf meinem Sohn, weil ich wichtig finde, dass er so von mir auch geleitet wird. Auch wenn der Sohnemann vielleicht schon 50 Jahre alt ist. Also, das Thema morgen heißt Mama-Söhnchen. Wenn ihr gerne mitmachen wollt und euch äußern möchtet, dann meldet euch per Mail oder ruft halt vor der Sendung eine Stunde vorher. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Oder ruft während der Sendung halt an. Sabine ist hier. Sabine ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Sabine. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe da doch ein ziemlich großes Problem. Mhm. Und zwar geht es darum, dass mein Mann ja schon seit Jahren Alkoholiker ist. Und das allerdings habe ich erst so in den letzten 2 Jahren intensiv mitbekommen. Warum? Wie kommt das? Er konnte es bisher gut verstecken. Vor der eigenen Frau? Ja, genau. Wo und wie hat er denn getrunken, ohne dass du das mitbekommen hast? Immer heimlich. Also ich habe vor 2 Jahren bemerkt, dass so doch mehrere größere Flaschen versteckt wurden in sämtlichen Räumen. Ach, was für Schnaps oder Wein? Ja, genau Schnaps. Also harte Sachen. Kurze, Korn und ich bin skeptisch geworden, weil ich gesehen habe, gemerkt habe, dass er doch Schwierigkeiten hatte mit seinen Sprechen, wie er sich ausgedrückt hat. Und ich wollte wissen, mir haben auch schon mehrere Leute gesagt, dass er trinkt. Und ich wollte wissen, was er trinkt oder wenn er trinkt, wo er trinkt. Und habe geguckt und habe gesucht und habe dann auch irgendwann die Flaschen gefunden im Keller, in sämtlichen Räumen versteckt. Das heißt, er hat zu Hause getrunken? Ja, genau. Aber dann hat man doch gerade bei Korn oder Wodka oder so das etwas immer... Das riechst du nicht, weil er hat Kaugummi getrunken und gerade bei Korn und er Kaugummi kaut und vor allen Dingen, er muss wohl schon irgendwo längere Zeit getrunken haben, weil wenn er getrunken hat, dann hast du nicht gemerkt, dass er betrunken war, weil gerade bei Alkoholikern... Ja, das ist wirklich ein Anzeichen eines Alkoholikers, wenn man überhaupt nichts mehr merkt. Ja. Oder ganz wenig nur noch merkt, selbst als ganz enger Angehöriger. Genau. So, dann bist du ihm so allmählich auf die Schliche gekommen, durch diese Flaschen. Hast du ihn angesprochen? Ja, genau. Und damit fing nämlich das ganze Theater an. Und je öfter ich ihn angesprochen habe, wurde er aggressiver. Und ich habe gesagt, du riechst, du stinkst und alles stinkt. Und vor allen Dingen, man merkt es ja auch schon, wenn er so an mir vorbeiging. Mhm. Ich habe schon teilweise aus den Poren gerochen. Und dann kam auch diese... wir sind, also wie gesagt, jetzt 13 Jahre verheiratet, wir kennen uns 14 Jahre und was das Sexuelle anbetrifft, ich habe gesagt, ich kann mit dir nicht schlafen, du stinkst nach Alkohol, du riechst, ich kann das nicht und er beschimpft mich aber wiederum als rigide und es gibt hier keinen vernünftigen Sex mehr, du bist rigide, ich will hier nicht wie ein Mönch leben und dafür bin ich zu jung und ja, wie gesagt, das war dann so ein Teufelskreis. Ich konnte mit ihm nicht schlafen, weil er gestunken hat, er hat mich als rigide bezeichnet und ja, von dem Moment an, wo ich gemerkt habe, dass er regelmäßig trinkt und ich ihn immer wieder darauf angesprochen habe, hat er es abgestritten und hat gesagt, ich trinke nicht, ich bin kein Alkoholiker. Alkoholiker fangen schon morgens an zu trinken. Aber das, was die Alkoholiker morgens nicht trinken, das wird abends aufgeholt. Ja. Und das geht jetzt schon seit ein paar Jahren so? Seit 2 Jahren ist es mir intensiv aufgefallen. Mhm. Und dass er auch heimlich eben trinkt. Und ich habe... Wie alt ist er? 40. 40. Habt ihr Kinder? Ja. Kriegen die das auch mit? Ja, wie alt sind die? Die ist 12 und sie sagt, Papi, du stinkst nach Alkohol, du stinkst, du riechst und ja. Und noch ein Kind? Und noch ein Kind? Ich habe 2 Kinder aus erster Ehe. Ah ja. Ja, sind fast erwachsen. Also fast, sie sind erwachsen. Ja? Die Tochter ist 21, der Junge ist 18 und in den letzten 2 Jahren ist es so extrem geworden, dass er so wirklich die Türen knallen, er brüllt rum, er ist aggressiv, aber auch nur dann, wenn ich ihn darauf anspreche. Mhm. Und das ist so mein Problem, wenn ich hier so in meiner stillen Minute sitze, weil er zieht los, er holt Geld vom Konto, er fährt mit Taxi in die Weltgeschichte rum, er verbringt die Nächte, was weiß ich wo. Und ich ihn darauf anspreche und solange ich ruhig bin, ist alles in Ordnung und ist alles friedlich, aber wenn ich ihn darauf anspreche, dann tickt er hier aus und brüllt hier rum. Die Problematik mit der Sexualität ist nach wie vor, bis heute. Ja.
Du hast aber keinen Überblick, wie viel er trinkt. Nein, weil es alles heimlich läuft. Genau, er hat seine Verstecke, ich weiß nicht wo. Kann er seinen Beruf nachgehen noch? Ja, das ist es ja. Und er ist Fernfahrer. Wir haben ein Unternehmen. Ach du lieber Gott. Ja, und er meinst sagte, du, dass er während der Arbeit auch trinkt? Ich weiß es nicht. Er sagte letztens zu meiner Großen, er hat ein Alkoholproblem, also hat er letzte Woche zugegeben, er hat ein Alkoholproblem, er weiß, er ist Alkoholiker, er kommt nicht los von dem Zeug. Und das Heftigste an der ganzen Sache ist, was ich hier in meinem Schädel nicht reinkriege, er zieht aus, er hat sich jetzt eine Wohnung, das ganze Wochenende hat er sich um eine Wohnung bemüht, er hat eine Wohnung gefunden, er will ausziehen, weil er sagt, er kriegt das hier nicht im Griff. Wir haben ein Haus, wir haben ein Grundstück, wir haben eine Firma, wir haben das Geld, es ist alles da. Jeder träumt eigentlich von dem Leben, aber er will raus. Er will raus, das hat seinen Grund. Ja, und ich denke, dass ihn da keiner mehr auf die Finger guckt und dass er in Ruhe trinken kann. Ich habe da wirklich Angst, dass er vor die Hunde geht. Aber interessant ist ja, wenn er der Großen, die ist über 20, sagst du. Ja, über 21 ist er. Zur Großen hat er gesagt, ich habe ein Alkoholproblem. Ja. Und er hat gesagt, ich kriege das zu Hause nicht in den Griff. Ja. Mhm. Das kann man jetzt zweierlei auslegen. Man kann das auslegen, er will jetzt eine eigene Wohnung haben, um sich da wirklich die Kante zu geben. Ja. Oder aber er braucht einen Raum für sich, warum auch immer, vielleicht eben, weil die Ehe nicht so funktioniert, um wirklich davon loszukommen. Und das hat er meiner Tochter gesagt. Ja, ich meine, das ist ja interessant, wenn er das so sagt. Aber das glaube ich nicht, weil er ist wirklich kein Arm, wo er dieses Zeug nicht drin hat. Gut, ich finde es erstmal gut, dass das von ihm so eine Initiative ausgeht. Das hat mich auch sehr erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde auch gut, dass er das einsieht. Ich meine, das ist ja schon, das ist die halbe Miete. Das ist noch mehr als die halbe Miete, wenn ein Alkoholiker das so sagt. Ja. Und dann kapiert er ja auch, dass seine Existenz daran hängt. Wenn er Fernfahrer ist und eine Firma hat, wenn da irgendwas passiert, dann ist er schnell, irgendwann hängt er ganz unten. Ja, das hat er auch zu meiner Großen gesagt. Mhm. Ich kann nur hoffen, dass mich morgens niemand anhält, weil dann würde es ausreichen. Mhm. Mhm. Bestünde denn die Möglichkeit, offensichtlich hat er ja ein Vertrauensverhältnis zu eurer großen Tochter. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu der Tochter? Wunderbar. Das Beste überhaupt. Mhm. Dass du vielleicht über sie noch ein bisschen Einfluss nehmen könntest, dass sie ihm noch mehr nahelegt, etwas zu unternehmen. Beispielsweise in eine Klinik zu gehen, beispielsweise einen Entzug zu machen. Hat sie auch gemacht, weil meine Große weiß, dass ich habe morgen einen Termin bei uns in der Nähe, bei den anonymen Alkoholikern. Mhm. Und da war ich vor 2 Jahren schon mal, wo das ganz stark aufgetreten ist. Und ich habe zu den Leuten gesagt, ich möchte gern an dem Treffen teilnehmen, wo die Angehörigen, für die Angehörigen. Mhm. Und sehr ich gut. möchte das verstehen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Das Beste, was du machen kannst, dorthin. Ja, und weil für mich, ich weiß nicht, ob... er sagt, er muss hier raus und für mich persönlich möchte ich es verstehen und vor allen Dingen möchte ich auch mit der Kleinen in der Familienberatung gehen, dass auch sie irgendwo, dass auch ihre Fragen beantwortet werden und deswegen gehe ich da morgen früh hin. Ja, da hast du ja schon viel eingeleitet. Ja. Finde ich erstmal alles gut. Beides ist perfekt, was du da machst. Mhm. Und so intuitiv würde ich auch sagen, lass ihn mal in Ruhe, lass ihn mal sein Ding machen. Vielleicht ist das sogar sehr gut für eure Ehe, perspektivisch. Wie würdest du denn den Zustand der Ehe im Moment beschreiben? Als sehr belastet oder gar kaputt? Ja, doch, ganz schön. Ja, gut. Er sagt zu mir, er zieht aus, er freut sich auf seine neue Wohnung und hat sich den Gedanken schon eingerichtet und. Mhm. Auf der anderen Seite sagt er, dass er mich liebt. Mhm. Aber er übernachtet ständig bei irgendwelchen anderen Frauen und Also ist das ja nur die richtige Entscheidung. Ja. Es ist ja die richtige Entscheidung. Ja, das weiß ich auf jeden Fall. Ja, das ist für dich wahrscheinlich entlastend, wenn er weg ist. Ja. Und für ihn auch. Kriegt ihr das denn, wenn er woanders wohnt? Du bist in die Firma auch involviert. Die Firma läuft auf meinen Namen und ohne meine Lizenz würde sie gar nicht bestehen. Kriegt ihr das denn so organisatorisch dann auf die Reihe? Ich bin hier zuständig für Büro, für Buchführung, für alles. Also das läuft sowieso alles über mich, weil... Mhm. Damit hat er gar nichts zu tun. Dann lass den Dingen, ich finde, die sind schon mal gut angebahnt. Dann lass den Dingen doch mal ihren Lauf. Geh du morgen zu den anonymen Alkoholikern, zu den Angehörigen. Das ist eine top Idee. Ja. Du gehst mit deiner Kleinen zu einer Beratung. Mhm. Und du kannst ja mal sehen, wie sich die Sache in den nächsten Wochen oder Monaten entwickelt. Ja. Wie ist denn dein Gefühl zu deinem Mann? Würdest du denn noch sagen, dass du wirklich auch als Mann, als Ehemann, bist du an der Ehe noch interessiert? Jein. Weil ich nicht weiß, was er jetzt in den ganzen letzten Wochen getan hat, wenn er unterwegs ist. Ich habe, das war ganz witzig, er ist vorhin weggefahren. Ich weiß, er hat was getrunken und er ist meinen Wagen weggefahren. Und wir sprechen uns eigentlich immer ab, brauchst du den Wagen, dann nehme ich ihn oder brauchst du nicht. Und er ist vorhin weggefahren, ich weiß, er hat was getrunken. Und dann habe ich ihn versucht zu erreichen, um ihn zu fragen, wo er ist oder wo er mit dem Wagen hingefahren ist. Weil ich habe immer Angst, weil da hängt die ganze Existenz von ab. Und
dann hat er gesagt, die kann mich am Arsch lecken und wollte auflegen, aber er hat den Telefonhörer nicht aufgelegt, also er dachte wohl, er hat aufgelegt und ich habe dieses ganze Gespräch mitbekommen und dann hat er wohl bei einer Frau gesessen, die muss eine 17-jährige Tochter gehabt haben, so wie ich es mitbekommen habe, und hat so böse über mich geredet, also wirklich so böse. Und auch das Gespräch, was wir heute Abend hatten, hat er genau alles so umgedreht, weil wir haben uns unterhalten, was das betrifft, seine neue Wohnung. Und er hat es zwar so umgedreht, als wenn ich ihn angefleht hätte, dass er bleiben soll. Und er hat gesagt, nein, ich bleibe nicht und lass mich in Ruhe. Und wenn ich den Wagen brauche, dann nehme ich mir. Aber es war einfach so, das Gespräch war positiv, aber er hat es dieser Frau erzählt, als wenn ich, als wenn er hier der Große wäre und er hat sich. Was für eine Fügung, das verstehe ich nicht. Er sitzt bei einer Frau und macht mich so schlecht und. Ist interessant, dass du das mithören konntest. Das ja. Und es hilft dir. Ja, und es hilft dir irgendwie auch weiter, dich zu positionieren in der ganzen Geschichte. Genau so sieht es aus. Ja, also aber ich bin erschrocken. Ja, ich auch. Völlig klar. Deswegen, weil du mich jetzt gefragt hast, wie ich das jetzt, wie die Ehe jetzt, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht, ob ich ihn jemals wieder haben möchte, weil er mich da so durch den Dreck gezogen hat. Ich würde es erstmal laufen lassen. Dass er sein vielleicht ist es wirklich für euch alle und für alle Beteiligten das Richtige. Ich denke das auf jeden Fall. Und nach ein paar Monaten, wollen wir mal hoffen, dass er es schafft, die Kurve zu kriegen. Vielleicht kommt er dann auch noch zur Besinnung, was eure Ehe anbelangt, dass ihr dann, wenn beide es wollen, vielleicht auch nochmal zu einer Beratung geht, wenn es überhaupt noch nötig ist. Das wünsche ich mir, aber er braucht das nicht. Und er möchte keine fremden Menschen in sein Leben, weil was er nicht retten kann und was wir nicht retten kann, das kann kein Fremder. Okay, dann wäre die Entscheidung auch gefallen. Wenn nach ein paar Monaten definitiv von ihm gesagt wird, nein, ich will das nicht mehr, dann müsst ihr euch nur noch zusammenraufen und beruflich halt zusammenarbeiten und dann getrennte Wege gehen. Ja. Du gehst morgen zu den A's, das ist richtig. Und das ist gut, liebe Sabine. Ja. Alles Liebe wünsche ich dir. Ja, ich danke dir. Und tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr diese Nummer wählen. Die ist kostenfrei, aber die müsst ihr wählen. Michael ist hier. Michael ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Michael. Hallo Domian. Dein Thema. Ja, ich habe folgendes Problem. Ich habe vor einem Monat eine Frau kennengelernt in einem Café. Und wir waren uns von Anfang an sympathisch, kam zu einem Gespräch. Wie lernt man einfach in einem Café eine Frau kennen? Wie geht das? Ich weiß nicht. In einem ganz normalen Café, in so einem Kuchencafé? Oder, ja, in so einem Straßencafé draußen. In einem Straßencafé. Saßt du da und sie saß da? Ich saß da, hab da einen Kaffee getrunken und sie saß da mit mehr anderen Frauen. Umso schwieriger, dann Kontakt zu kriegen, wenn sie mal mit jemand anderem da sitzt. Wir kamen auf jeden Fall in Kontakt. Ich habe sie angesprochen und ich muss dazu sagen, die Frau kommt aus Afrika, aus Nigeria und ich weiß nicht, irgendwie wie vom Blitz getroffen, wir waren von Anfang an sympathisch, haben uns dann nach einer Woche wieder gesehen und wir sind jetzt seit 12 Tagen zusammen. Problem an der Sache und deswegen rufe ich an. Deswegen, ich weiß momentan nicht, was ich machen soll. Ich habe eine andere Meinung. Die Frau wurde von einer Bekannten, sage ich jetzt mal, nach Deutschland geschleust, wusste nicht, was sie hier erwartet, kam mit der Voraussetzung hier, diese Überfahrt abzuarbeiten. Man hat ja aber nicht gesagt hier, als sie dann hier nach Deutschland kam, wurde ihr offenbart, dass sie das als Prostituierte in einem Bordell machen muss. Da war sie völlig schockiert und völlig am Boden zerstört. Sie musste in Afrika einen Schwur leisten, dass sie diese Kosten übernimmt. Wir reden hier von 45.000 Euro. 45.000 Euro? Die Frau, mit der du Kontakt hast, hat 45.000 Euro hingelegt, um hierher zu kommen? Aber dieser Frau X, nenne ich sie jetzt mal, die sie rübergeholt hat, hat das Geld vorgelegt und will das jetzt von meiner Freundin zurückhaben. Und das soll sie abarbeiten? Das soll sie abarbeiten. Und wie verständigst du dich mit deiner Freundin? Wir sprechen Englisch. Ja, und diese Geschichte hat deine Freundin dir erzählt? Ja. So, und du? So, Problem an der ganzen Geschichte, sie hat keine Papiere, wie man sich wohl denken kann. Also es gibt nichts Offizielles. Läuft alles so in der seinen Illegalität ab, sage ich jetzt mal. Ich habe ihr angeboten, zu mir zu kommen. Ich würde sie bei mir aufnehmen, um sie aus diesem Bordell rauszuholen. Also sie arbeitet im Moment schon richtig als seit sie hier ist, seit Anfang Februar in dem Bordell. Ja.
und hat also in dieser Zeit von diesen 45.000 Euro schon 5.000 Euro abbezahlt. Mhm. Wenn sie schneller abbezahlt als vereinbart, würden ihr 10.000 Euro erlassen. In welchem Dilemma steckst du? Ich stecke in dem Dilemma, dass ich in diese Frau total verliebt bin, mit der Frau leben will und nicht weiß, wie kriege ich sie aus dieser Illegalität heraus? Wie kriege ich sie, wie kann ich sie bei mir behalten? So banale Sachen wie Krankenversicherung und solche Sachen, wenn immer was passiert. Wie kriege ich das realisiert? Geht das so weit, dass du darüber nachdenkst, sie zu heiraten? Ja, so weit geht es auch. Mhm. Also um ihr Papiere zu besorgen, würde ich sie auch heiraten. Mhm. Nur sie hat keine Papiere. Wie soll sowas ablaufen, wenn sie schon ohne Papiere da ist? Also in Deutschland geht das sicherlich nicht. Mhm. Ich bin momentan völlig hilflos, habe überhaupt keine Anlaufstelle, an die ich mich wenden könnte. Mhm. Traue mich nicht an meine Familie ran, an Bekannte und Freunde und so weiter. Hat sie denn zu dir irgendetwas schon gesagt, dass sie dich vielleicht gebeten hat, ihr auch etwas Geld vorzustrecken, ja, damit sie schneller rauskommt? Wir haben darüber gesprochen und ich muss dazu sagen, ich habe gerade eine Ich-AG hinter mir, die nicht funktioniert hat, habe Gott sei Dank wieder einen Job, komme über die Runden. Also sie hat schon nach dem Geld gefragt? Sie hat nach dem Geld gefragt. Jetzt muss ich mal noch was anderes fragen. Ich habe gerade so en passant das gesagt, wie lernt man jemanden im Café kennen? Finde ich generell immer interessant, wie das funktioniert, aber jetzt interessiert es mich noch mehr. Von wem ist die erste Initiative ausgegangen? Von ihr oder von dir? Von mir. Ich habe zu ihnen rüber geguckt und rüber gelächelt. Mhm. Und dann ging ein Gespräch unter den Frauen los und ich habe mich dann zu ihnen gesetzt und wir haben uns unterhalten. Mhm. So, Michael, jetzt sage ich dir mal etwas, was du wahrscheinlich gar nicht gerne hören möchtest. Ich bin erstmal skeptisch, ob das alles stimmt. Du bist natürlich erst verliebt, du bist 12 Tage mit der Frau zusammen und dann sieht man nur das Gute. Ist ja auch okay. Aber in so einem Fall sollte man mal ein bisschen versuchen, zur Besinnung zu kommen. Es kann auch sein, dass das alles erfunden ist. Es kann auch sein, dass die Frau einfach nur auf dein Geld abgesehen hat. Es kann auch sein, dass die Frau es darauf abgesehen hat, dich zu heiraten und dann hast du deinen Dienst erfüllt und bist weg. Ich würde da jetzt mit äußerster Vorsicht rangehen. Mit absolut äußerster Vorsicht. Ja. Es gibt mit Sicherheit, da werden wir jetzt mal im Hintergrund uns ein bisschen schlau machen, Stellen, die dich genau in dieser Problematik beraten können. Gibt es in Deutschland. Ja. Ich würde nichts jetzt Überstürztes tun. Nein, also ich bin normalerweise auch ein relativ vorsichtiger Mensch, der solche Sachen sorgfältig überlegt. Mhm. Und sie tut mir auch irgendwo leid. Ja, aber das kann auch eine Masche sein. Ich will die Frau nicht schlecht reden, aber man muss das alles auch bedenken. Man hat alles Mögliche schon gehört. Ich meine, wenn man dann verknallt ist und so eine Geschichte hört, tut einem der Gegenüber weh. Das ist ja völlig klar. Tut einem das leid und das ist völlig klar. Ich weiß nicht. Mach bloß nichts Überstürztes. Du bist 12 Tage mit dieser Frau zusammen, von der du eigentlich überhaupt nichts weißt. Ihr verständigt euch in einer Drittsprache. Das ist nicht deine Sprache, es ist nicht ihre Sprache. Man weiß überhaupt gar nichts, was dahinter steckt. So, jetzt werden wir uns mal schlau machen und gucken, wer dich da sehr kundig, auch rechtsbegründet beraten kann. Und dann solltest du da vielleicht dann noch mit jemandem nochmal sprechen. Ja? Das wäre schön. Wollen wir es so machen? Ja. Aber Vorsicht, 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 sage ich so. Erstmal so, ohne die Einzelheiten zu kennen. Ja. Ja. Du legst auf, wir rufen zurück. Alles klar, danke. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Nach dem Michael ist der Kurt mein Gast, mein akustischer Gast. Hallo, hallo Kurt, 46 Jahre alt, hallo. Ja, hallo. Hallo Kurt, weswegen rufst du an? Ja, ich bin 46 Jahre alt, wie du schon sagtest. Ja. Hab bisher voll im Berufsleben gestanden. Ja. Immer gesund und munter im Grunde genommen. Ja. Bis es anfing, dass ich immer wieder mal kurz bewusstlos wurde. Mhm. Dann kam das Drama, Notarzt. Krankenwagen, Krankenhaus und man stellte fest, dass ich einen bösartigen Gehirntumor habe. Wann hat man das festgestellt? Das war bis vor ungefähr 3 Wochen. Vor drei Wochen her. Mhm. Ich bin dann
gleich notoperiert worden. Man hat also versucht, so gut wie möglich alles, was machbar ist, herauszunehmen von diesem bösartigen Gehirntumor. Mhm. Und danach ging es mir eigentlich auch wieder soweit gut. Dann habe ich mich natürlich erkundigt und habe gesagt, wie geht's jetzt weiter? Moment mal, langsam. Die haben das vor 3 Wochen diagnostiziert. Dann bist du operiert worden. Ja, direkt, innerhalb von 24 Stunden. Notoperation. So schnell. Und bist jetzt wieder zu Hause? Ich bin wieder zu Hause, ja. Und wie ich bin im Grunde genommen schon nach der Operation und ein paar Tage im Krankenhaus wieder zu Hause. Ach, so schnell ging das. Ja und nein. Ich bin, wie du ja weißt, aus den Nachrichten gibt es ja diese Streiks in den Klinikum, auch im Klinikum Aachen. Und ich fühlte mich dort, ich fühlte mich bei meiner Familie besser aufgehoben, betreuter und deswegen bin ich nach Hause. Aber deswegen rufe ich nicht an, um Gottes Willen. Verstehe. Was ist der Hauptgrund deines Anrufes? Mein Grund ist, ich habe natürlich dann mich erkundigt, was ist mit mir los, wie geht's mit mir weiter. Und die Diagnose, der bösartigste Gehirntumor überhaupt, dieses Glioblastom. Mhm. Und es heißt, die Lebenserwartung wäre also nur sehr gering. Mhm. Jetzt habe ich natürlich die Ärzte konsultiert und gefragt, wie sieht das eigentlich jetzt aus? Ist das wirklich so? Mhm. Ja, und dann bin ich zu massenweisen Ärzten gekommen. Und ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass der eine oder andere auch nicht viel Ahnung hatte. Denn Arzt ist ja nun auch zweierlei. Der eine meinte, Korpfo wird schon wieder. Das erinnert mich irgendwie an Berlin 1945. Und der andere meinte wiederum, sie haben noch maximal 2 Jahre zu leben und. Und dann habe ich mich natürlich auch mal im Internet schlau gemacht, bei Betroffenen. Dort gibt es so ein Portal, wo man da mal so lesen kann. Und da stand also, dass die Betroffenen waren schon alle tot innerhalb von 2-3 Jahren. Mhm. Und also ich bin etwas verzweifelt, weil ich gar nicht weiß, wem ich jetzt eigentlich glauben soll, wem nicht. Da gibt es eine Strahlentherapie, die bekomme ich jetzt demnächst. Mhm. Da heißt es ich muss mal gerade unterbrechen. Ich bin so ein bisschen verwirrt, was du alles in diesen 3 Wochen schon gemacht hast. Du bist operiert worden, du hast dich etwas erholt, du warst massenweise bei Ärzten, du hast dich im Internet schlau gemacht. Wie ist das möglich? Richtig, weil ich fühle mich im Grunde genommen, man hat mir also bestätigt, dass ich körperlich topfit bin. Ja, okay. Die OP habe ich gut überstanden und ich fühle mich im Grunde genommen vollkommen okay. Also was hat denn der dich behandelnde Chirurg? Das muss ja ein Fachmann gewesen sein, der dich operiert hat. Das ist eine Kapazität, so, das muss ich dazu sagen. So, der wird dir doch einen Rat gegeben haben, was man jetzt weitermacht. Ich habe mit diesem Herrn kein einziges Wort bisher sprechen können. Im Klinikum Aachen. Ich habe natürlich gefragt, könnte ich mal mit dem Chirurgen sprechen, der mich operiert hat und so weiter. Ich habe bis jetzt noch nicht mal herausgefunden, wie der Name dieses Arztes ist. Ich meine, du sagst, das sei eine Kapazität. Es ist eine Kapazität, weil ich mit anderen Patienten gesprochen habe, die aus Bremen kamen. Okay, aber etc. Da haben wir in Bremen und Hamburg keine Ärzte. Und da hat die Krankenkasse die extra zum Klinikum Aachen überwiesen. Okay, aber da gibt es ja sicher auch noch andere, die mit ihm zusammenarbeiten, mit denen du sprechen könntest. Die über deinen Fall informiert sind. Ich habe mit vielen Ärzten gesprochen, die mir also auf der Station oder so, die mir über den Weg liefen und habe gefragt, wie sieht's aus? Und immer wieder bekam ich andere Antworten. Also der eine, der war optimistisch, der meinte, die neue Strahlentherapie, die würde also mir helfen. Und andere wiederum schlugen ein Kreuzzeichen oder sagten ganz klar, sie haben maximal noch 2 Jahre zu leben. Ich kann es mir aussuchen im Grunde genommen. Ich bin darüber wirklich völlig verwirrt. Wenn dieser Mann hat dich operiert. Und es gibt nicht einmal die Möglichkeit, dass er mit dir mal eine Viertelstunde redet. Richtig, ich habe es versucht. Ich habe es immer wieder versucht in der Zeit. Also das liegt aber jetzt nicht an diesem... Wo ich dort war. Das liegt aber nicht an dem Streik. Bitte? Das liegt aber nicht an dem Streik. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Es müsste doch die Möglichkeit... Mir ist ja auch bei der Operation, wird natürlich auch etwas vom Gehirn weggenommen. Sodass ich da natürlich auch Orientierungsprobleme habe, Jetztzeitgedächtnisprobleme habe. Aber man hat mir also da diesbezüglich gesagt, das wird sich wieder alles bessern. Mhm. Aber wie schon gesagt, ich hätte gerne ein ruhiges unter 4-Augen-Gespräch gehabt. Aber das hat man mir in der ganzen Zeit nicht gegeben. Das ging immer alles so hoppla hopp und auf die Schnelle. Und so bin ich dann im Grunde genommen mehr oder weniger, weil ich mich ja wohl wohlfühlte, nach Hause und dann zur Hausärztin natürlich. Ja. Die hat natürlich ein längeres Gespräch mit mir geführt. Aber auch bei ihr, ich weiß gar nicht, wo ich drauf bin. Also ich finde, dass ein jeder Patient Recht darauf hat, mit dem Chirurgen, der ihn behandelt hat, zu reden. Ja, man sagt ja mir, der spricht nicht mit dem Patienten. Der ist Chirurg und macht seine Arbeit,
aber mit okay, dann müsste es ein anderer, dann müsste es ein okay, dann müsste es ein anderer autorisierter Arzt, der sehr in die Krankheit eingearbeitet ist, müsste das machen. Nun kenne ich das, das kann ich mir schon vorstellen, dass es immer wieder mal vorkommt, dass man Patienten einfach nur so irgendwie behandelt und dann und tschüss. Es wäre vielleicht doch gar keine schlechte Idee, wenn das Gespräch geführt würde über deine Hausärztin, wenn die sich an den entsprechenden Arzt oder an die Abteilung wendet, werden die mit Sicherheit anders reagieren, als wenn du es tust. Das ist richtig. So, das wäre also für mich, wenn ich jetzt du wäre. Aber was mich jetzt am meisten betrifft, wie schon gesagt, weil die Ärzte sich ja auch alle mehr oder weniger widersprechen, je nach Mentalität oder Einstellung oder so. Was mich jetzt anmerkt, ich würde gerne mit anderen Betroffenen, die auch dieses Glioblastom haben und noch am Leben sind, mich gerne mal unterhalten, die möchte ich gerne mal kontaktieren. So, ich bin sicher, dass die Leute, die sowas haben, jetzt gerade schon hellhörig wurden, nachdem du den Begriff genannt hast. Ja, so heißt dieser, also das hat mir meine Hausärzte gesagt. So, dann dahin wusste ich noch nicht mal, was ich, welchen Gehirn, welchen bösartigen Gehirntumor ich überhaupt habe. Okay, dann bitte, das haben meine Hausärzte über das Klinikum erfahren. Okay. Dann bitte ich jetzt die Leute, die an einer solchen Erkrankung erkrankt sind, sich doch ganz einfach mal bei uns zu melden. Oder ein paar, die meinen, dass sie was weitergeben können an Informationen. Genau. Und dann stellen wir den Kontakt zu dir her, Kurt, wenn du das gerne möchtest. Das würde damit mir sehr du schon mal mit Betroffenen reden kannst. Ja, das ist die eine Schiene, da kann... Weil ich in der Situation bin, dass ich ja nicht weiß, wie wird es jetzt eigentlich mir über weitergehen. Mhm. Natürlich ist der Arzt, der jetzt diese Strahlentherapie macht, sehr zuversichtlich und sagt, das wird Ihnen helfen. Ja. Aber das ist schön, das ist eine Aussage unter vielen Aussagen. Ich verstehe das. Du hörst dieses und jenes und du willst einfach mit Betroffenen, die wissen genau, am meisten. Weil ich die Betroffenen, weiß ich dann 100%. Ja, die wissen manchmal mehr Bescheid als ein Arzt. Wenn man selbst eine schwere Krankheit über lange Jahre hat, wird man ja zum Mediziner und je mehr sich da zusammentun, desto mehr Wissen entsteht dann auch. Ganz also, genau. Du sagst das jetzt noch einmal. Du sagst bitte und noch einmal. Freue ich mich sehr, wenn ich das mal sagen darf, dass ich mit dir sprechen kann. Ja. Sag bitte. Ich schaue oft deine Sendung. Sag doch bitte noch einmal diesen Fachausdruck von gerade. Ja, das heißt Glioblastom. Also mit G angefangen. Genau. Glioblastom. Ja, und ist eine spezielle Art des Gehirntumors. Ja, genau. Es gibt also mehrere verschiedene bösartige Gehirntumors und das ist derjenige, den ich habe. So, und wer darüber etwas weiß, vielleicht selbst daran erkrankt war oder ist und Informationen weitergeben möchte an den Kurt, bitte uns mailen unter domian@wdr.de mit dem entsprechenden Stichwort und dann geben wir es an dich weiter. Das wäre ganz toll, und würde mich sehr freuen. Ich würde an der Stelle nochmal das Gespräch mit der Hausärztin suchen, dass die nochmal an die chirurgische Abteilung deines Krankenhauses herangeht. Ja. Richtig. Lieber Kurt, ich drücke dir alle Daumen und wünsche dir viel Kraft und alles Gute. Ja, das werde ich auch machen. Also ich bin recht optimistisch und versuche... Das merke ich schon, ja. Vor allem, ich habe ja nun eine nette Familie und sag mir, im Moment geht's mir gut und wir leben dann nun heute und nicht morgen oder übermorgen. Genau. Und versuche das Beste draus zu machen. Genau. Aber irgendwo will man doch, sagen wir mal, wissen, was meine Familie anbelangt, habe ich natürlich jetzt schon mal darum gesorgt, wenn mir was zustößt, dass die wenigstens einigermaßen abgesichert sind, etc. Ich finde, das gehört sich einfach so. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Liebe. Ich danke dir. Tschüss Kurt. Und alles Gute. Dankeschön, tschüss. Ciao. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Mama-Söhnchen. Ich möchte gerne mit Mama-Söhnchen reden, die von sich aus sagen, ja, meine Mama ist die wichtigste Person, der wichtigste Mensch in meinem Leben. Da kommt auch keine Frau ran und kein Freund und Familie oder so etwas. Die Mama ist die Nummer eins. Ich möchte gerne mit Partnerinnen sprechen von Mama-Söhnchen. Und ich möchte gerne auch mit starken Müttern sprechen, die sagen, ja, mein Sohn, der ist schon was ganz Besonderes und ich bin stolz darauf, dass mein Sohn, wenn er auch 50 vielleicht schon ist, noch bei mir zu Hause wohnt und ich ihm die Hände bügele und die Socken wasche. Also unser Thema morgen, Mamasöhnchen. Jetzt bin ich verbunden mit Michael. Michael ist 54. Guten Morgen, Michael. Hallo. Ja, hier ist Michael. Ja, hallo Michael. 54 stimmt, ne? Und zwar, ja, ich habe eine Freundin, die ist wesentlich jünger als ich. Nämlich? Die hat mir, also die ist nicht ganz 30. Und die steht wirklich, die hat so Torschusspanik bekommen. Und die hat mir nach Weihnachten eröffnet, also, ja, dass sie noch Pläne hat. Sie möchte noch Kinder und möchte ein Haus. Ja, also, ja, wie man sich das so vorstellt. Und wie lange seid ihr denn schon zusammen, ihr beiden? 3 Jahre. Ja.
Und nun zieht sich ja schon eine ganze Weile hin. Wir haben im Februar zusammen auf meinen Wunsch hin eine Abschiedsreise gemacht. Eine Woche sind wir weggefahren. Eine Abschiedsreise? Ja. Warum? Willst du Schluss machen? Ja, weil sie sagt, also ihre Liebe reicht nicht mehr aus, um mit mir die Beziehung noch so weiterzuführen. Es liegt also nicht an den Plänen, sondern es liegt daran, dass die Liebe nachgelassen hat. Wahrscheinlich, ja, ich weiß es nicht genau. Also, oder dass sie die Liebe vielleicht nicht mehr so schätzt, denn sie hatte bisher noch nie so eine lange Beziehung zum Mann. Und nur ist sie, ja, die haben die Reise gemacht. Ja. Es war praktisch so verliebt, frisch verliebt, wie am ersten Tag im Grunde genommen. Ist ja auch schon bekloppt, eine Abschiedsreise zu machen. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, aber das war auf meinen ausdrücklichen Wunsch, ist schon etwas makaber. Ja, in der Tat, ja. Wo ging es denn hin? Will ich nicht so sagen. Nein, okay. Also, okay. Nicht nach Venedig. Mittelmeer, ne? Ja, na okay. Und war ganz toll eigentlich. Mhm. So, und nur ist Folgendes passiert. War ich das letzte Mal, also es ist immer eine Fernbeziehung gewesen. Sie war immer praktisch in Köln und ich immer in Berlin. Wir haben uns am Anfang, haben wir uns alle 7 bis 10 Tage gesehen. Und zuletzt war es dann ungefähr alle 4 Wochen. Ja. Das letzte Mal Anfang April zu meinem Geburtstag. Ja. War auch also alles ganz normal und ja so. Wie ist der Stand jetzt der Dinge im Moment? Ja, jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt ist sie ist mehrmals schon mit einem Sandkastenfreund weggefahren, auch alleine. Mhm. Mit dem ist sie jetzt auch unterwegs. Oh. Ja. Und hat mir, und ich vermute mal, ich weiß es nicht genau, dass er versucht, vielleicht da was anzuknüpfen. Also sie hat immer gesagt, da wird sich nie was abspielen, ja. Da wird nie was sein, das ist wie ein Bruder. Also für mich ist wesentlich interessanter, also ist nicht so interessant, was da im Moment zwischen den beiden läuft, sondern für mich ist interessant, was zwischen dir und ihr läuft, beziehungsweise was sie für Gefühle zu dir hat. Ja. Bei mir gehen natürlich schon alle Warnglocken an, wenn ich höre, dass sie gesagt hat, dass die Liebe nachgelassen hat. Und das, diese Idee mit der Abschiedsreise, habe ich gerade nicht richtig verstanden. Kam die von ihr oder von dir? Nee, die kam von mir. Die kam von dir und die hat sie mitgemacht. Das ist so ein Kuddelmuddel. Klartext, will sie sich von dir trennen? Frage. Also, das weiß ich nicht. Also, sagen wir mal so, ich merke, dass sie ganz stark hin und her schwankt. Ja, und dass sie irgendwie so auf offenem Wegkurs ist. Ich weiß nicht, ob sie das will oder nicht will, ja. Mhm. Und ich habe jetzt einen Brief von ihr bekommen. Ja. Der Anlass waren praktisch ein paar Fotos vom Geburtstag. Und nach dem Brief habe ich ganz doll geweint, weil er sehr herzlich ist. Und nach dem Brief bin ich genauso schlau wie vorher. Also, junge Dame, ist sich nicht so ganz klar, was sie will. Ja. Da steht zum Beispiel zum Schluss, ich danke dir von Herzen und freue mich auf weitere schöne Momente in inniger Verbundenheit. Ja, das heißt nix, alles und nix. Ja, eben. Und, ich bin ganz durcheinander. Und ich weiß jetzt, ich habe wirklich, zum Teil, ja, richtig Panikanfälle. Und also ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, woran ich bin. Michael, du leidest ja im Moment. Ja, total. Ja, das höre ich. So, wenn sie jetzt, wann ist sie wieder zurück von ihrer? Ja, in einer Woche ungefähr. Ja. Ist sie weit weg? Ja, in Europa. Telefoniert ihr oder SMS? Nein, ihr gar nicht. Achso, das war also, wir haben bisher, das muss ich noch dazu sagen, fast jeden Tag telefoniert, immer sehr herzlich, immer sehr lieb, trotzdem immer gut Kontakt gehabt. Ja. Und jetzt war also was Besonderes, dass sie gesagt hat, sie nimmt ihr Telefon nicht mit. Und wir halten mal praktisch die Tare, die sie jetzt weg ist, gar keinen Kontakt. So, dann hast du sowieso keine Chance, jetzt im Moment was zu machen. Das musst du jetzt aushalten. Ja, so ist es. Wenn die junge Dame zurück ist, würde ich ihr an deiner Stelle ganz klar, ich würde sie zwingen dazu, eine klare Aussage zu machen. Liebst du mich? Klare Frage. Was willst du mit mir noch? Wie siehst du unseren Kontakt? Ja. So. Und da muss sie eine klare Aussage machen. Will sie mit dir richtig zusammen sein? Ja oder nein? Liebt sie dich? Ja oder nein? Wenn es da kein klares Ja gibt, bei beiden Fragen kein klares Ja gibt,
Klingt das wirklich so, was du jetzt auch geschildert hast, dass sie wegdriftet von dir? Dass sie unzufrieden ist, dass sie irgendwas anderes will oder sucht und wenn sie schon gesagt hat, die Liebe ist ein bisschen weniger geworden und weiß ich was alles. Dann ist es für dich wahrscheinlich zwar sehr schmerzhaft, den Radikalschnitt zu machen, aber vielleicht besser auszuhalten als so eine unsichere Situation, so eine unklare Lage. Es kann natürlich sein, vielleicht interpretiere ich auch was hinein, was vielleicht gar nicht mehr da ist. Vielleicht, ja. Weil ich gerne so möchte. Ja, ich will dir sagen, von den paar Sätzen, die du mir erzählt hast, klingt das nicht gut. Ich will dir da nicht viel Mut machen. Das klingt mir wirklich so, als könntest du es vergessen. Aber ich will das noch nicht so ganz radikal sagen. Vielleicht ist ja doch noch irgendwie was da. Ja, wir haben uns auch, wie gesagt, unterhalten. Letztes Mal, als ich da war, und da habe ich gesagt, also ich kann es mir nicht vorstellen, mit einer anderen Frau zu kuscheln, geschweige denn mit ihr was anzufangen. Du, aber sie wiederum. Ja, und dann hat sie gesagt, sie kann sich das auch nicht vorstellen. Ja, aber du weißt nicht, mit wem sie jetzt gerade kuschelt, in wo immer das sie. Das ist möglich, ja. Wo ja, sie auch gerade immer ist. Das ist vielleicht möglich. Ja, Michael. Ja. Du musst klare Verhältnisse erzwingen, weil man sonst so sehr leidet. Ja. Mhm, musste. Ja. Dann halt mal die Woche jetzt noch durch. Ja. Und dann besteht denn die Möglichkeit, dass ihr euch dann seht oder geht das dann nur übers Telefon? Also ja, das war auch was Besonderes, dass sie sich praktisch auf einen neuen Treffpunkt nicht festgelegt hat. Ach so, alles schlechte Zeichen. Wir haben uns immer verabredet und das war diesmal nicht. Okay, man kann auch diese grundsätzlichen Dinge, die kann man auch am Telefon besprechen. Ja. Dann muss das sofort besprochen werden und dann. Du musst vorsichtig sein, dass du nicht so eine Verschiebemasse bist. Dass die so die Eisen im Feuer hält mit dir, so ein bisschen, je nachdem, wie die Dame gerade ihre Laune hat. Naja, Laune würde ich nicht sagen. Nee, und wie die Stimmung gerade so ist, sagen wir so. Wie die Stimmung, ja. Laune klingt so negativ. Ja. Michael, in diesem Sinne. Ja, ich wollte mal fragen, kann ich vielleicht nochmal mit dem Psychologen oder mit der Psychologin sprechen? Sehr gerne, wenn du es möchtest. Ja, dann legst du auf und die Anja ruft gleich zurück. Und vielleicht ein Autogramm auch. Ja, dann gibst du der Anja die Adresse, okay? Ja, und du hast wirklich eine tolle Sendung. Danke. Sehr lieb, dass du sagst, Michael. Tschüss. Also, tschüss. Und Rudi ist hier. Rudi ist 47. Hallo, Rudi. Grüß dich, Domian. Ja, grüß dich. Hallo. Deswegen rufst du mich an. Ich habe vor 4 Stunden meinen Lebenspartner verloren. Vor 4 Stunden? Ja. Er ist verstorben. An was ist er verstorben? Die Ärzte haben gesagt, es war Herzversagen. Wir haben gewusst seit 2 Jahren, dass er Krebs hat. Und wir haben ihn noch ins Klinikum bei uns in Kulmbach, das ist in Bayern, gebracht. Und ich habe mir gedacht, weil er hat in den letzten 6 Wochen, er wurde schon über die 2 Jahre mit Zusatzernährung, also flüssige Ernährung, ernährt. Ach so, dann ging es ihm sehr schlecht. Ja, und es waren auch sehr, sehr gute Zeiten dann wieder mit dabei, aber es hat sich in letzter Zeit so viel Wasser angesammelt. Und dann hat ihm der Hausarzt gesagt gehabt, ist auch die Onkologin, bei der er einmal in der Woche war wegen der Chemo, gesagt, also es muss jetzt was gemacht werden. Nein, er will nicht. Dann habe ich gesagt, Moment, was heißt, du willst nicht? Es muss dir geholfen werden. Dann hat er es eingesehen. Ich habe seine Nichte angerufen und die hat mir geholfen und ist mir beigestanden. Wir haben ihn ins Krankenhaus mitbegleitet. Ja. Und das alles und die Frau Doktor, die ihn da eben zur Notaufnahme angenommen hat. Entschuldige, ich habe einen bayerischen Dialekt, ich kann nicht. Nein. Ich hoffe, du verstehst mich ein bisschen. Verstehe ich wunderbar. Ich habe jetzt nur nicht so ganz verstanden, war er die ganzen letzten 6 Wochen im Krankenhaus? Nein, er war zu Hause, alles, das war alles super. Und wie gesagt, er sollte heute eingeliefert werden, ach so. Um eine Punktur zu machen, also anstechendes Wasser rauszulassen. Ist er denn jetzt zu Hause verstorben? Nein, im Klinikum. Und ich war leider nicht dabei. Ist dann doch noch ins Klinikum gekommen und du warst nicht dabei? Ja, und weil die Frau Doktor gesagt hat, momentan können wir nichts machen. Sie hat eben auf den Oberarzt und Chefarzt gewartet, dass sie nochmal Ultraschall machen.
Bist du denn, Rudi, als du die Nachricht dann wahrscheinlich telefonisch bekommen hast, ja, bist du dann hingefahren? Sofort. Sofort, ja. Sofort, ich habe momentan... Und dann bist du noch gar nicht lange jetzt zurück, oder wie? Nur seit einer guten Stunde. Mhm. Hast du Menschen, die dir beistehen im Moment? Nur seine Nichte. Mhm. Das war dein Lebenspartner? Ja, wir kennen uns seit 16 Jahren und ich habe es vorhin deinem Kollegen da gesagt, das wären am 25. November, wären es 15 Jahre gewesen, dass wir zusammen leben. Lange Zeit. Ja. Sehr lange Zeit. Es klingt jetzt blöd, er war und bleibt meine einzige große Liebe. Mhm. Habt ihr aufgrund seiner, wie alt ist er geworden? Er wäre am 4. November 59 geworden. Mhm. Habt ihr aufgrund seiner schweren Erkrankung und der langwierigen Erkrankung, habt ihr über Abschied nehmen und Tod gesprochen? Er wollte es, aber ich habe es verdrängt. Ich wollte es nicht. Mhm. Weil ich so ein Mensch bin, ich habe gesagt, das geht wieder aufwärts, es wird. Ja, das... Hast du das bis zum Schluss geglaubt oder eigentlich? Ja. Obwohl es dir schon gesagt worden war, auch von den Ärzten, dass es wohl nicht mehr... Ich habe mich da dran festgeklammert, wie wir die Diagnose gehabt haben und eben zu dieser Ärztin, also die ist wirklich eine Kapazität auf diesem Gebiet, verwiesen worden sind, die gesagt, also wie die Befunde sind, 5 Monate und jetzt fast 2 Jahre habe ich gesagt, Mensch, das okay, Chemo, das ist grausam, es ist ekelhaft. Habe ich gesagt, aber da müssen wir beide durch, du mehr als ich, aber wir schaffen es. Und er selber hat auch dran geglaubt. Er hat selber dran geglaubt, hat gesagt gehabt, du Schatzi, wir schaffen es. Es ist halt nicht mehr so wie früher, ich kann nicht mehr so viel arbeiten. Habe ich gesagt, das muss doch nicht sein, wichtig ist, dass du gesund wirst und lebst. Weißt du, ob er ganz ruhig und friedlich eingeschlafen ist vorhin? Es war so, also wie gesagt, er wollte da, also jetzt, wir haben gesagt, hab so eine Spritze gekriegt, also dass er sofort Wasser lassen kann. Und die Schwester hat ihn begleitet und er wollte dann, Entschuldigung, da war er wirklich so eitel, wollte allein dieses Geschäft verrichten und nach 5 Minuten ist er nicht mehr zurückgekommen. Dann hat die Schwester nachgeschaut und hat ihn tot auf dem Fußboden gefunden. Ach so. Du hast ihn gerade nochmal gesehen? Ja, ich war mit seiner Nichte und deren Mann 20 Minuten bei ihm und ich habe mir dann 5 Minuten für mich alleine genommen und habe alleine von ihm Abschied genommen. Und möchte keine Menschen sagen, was ich ihm erzählt habe. Das glaube ich. Jetzt ist tiefe Nacht und du bist gerade erst nach Hause gekommen und hast diesen dramatischen Abend hinter dir. Jetzt bist du ganz alleine. Ja, es geht auch darum, die Sorge, ich meine, wir haben uns beide ein Haus gemietet gehabt. Allein mit meinem Verdienst kann ich das finanziell nicht halten. Wäre nicht einmal so schlimm, aber unsere über alles geliebten Tiere, das ist es. Was habt ihr denn für Tiere? 2 Hunde, ein Schäfer, Entschuldigung, ein Schäferhund, der ist 6 Jahre alt und ein Golden Retriever, die ist ungefähr 16 Jahre, wer nimmt so einen Hund noch? Und dann halt noch 5 Katzen. Das war nicht nur mein, auch sein Ein und Alles. Das heißt, du stehst jetzt auch vor dem finanziellen Problem oder vor dem Problem, was mache ich mit den Tieren? Ja. Ich kann nicht in eine kleine Wohnung ziehen mit so vielen Tieren. Ja, kann ich nicht. Und wie gesagt, das ist auch finanziell jetzt, weil ich kann mir das Haus nicht mehr leisten. Wir zahlen monatlich 563 Euro Miete. Dann sind 251 Euro Strom, weil Heizung und nun das alles über Strom geht. Ja. Ich kann mir das nicht mehr leisten. Ich würde jetzt mal, Rudi, du stehst ja jetzt noch unter wirklichem Schock. Du hast von deinem toten Freund gerade mal eben erst Abschied genommen. Ich habe zu ihm gesagt, warum tust du mir das an? Ja, er war schwer krank, er wird nicht mehr gekonnt haben. Er hat
ein paar Mal zu mir gesagt gehabt, das war immer so, weil wir es auch so speisig gemacht haben hin und her, hat er gesagt gehabt, Mensch, hat er gesagt gehabt, also du kannst vor mir nicht gehen. Er kann nicht vor mir gehen, habe ich gesagt, wieso, hat er gesagt gehabt, du bist ja eigentlich zu schusslich, allein durchs Leben zu gehen. Weißt du, was ich gerade sagen wollte? Du hast jetzt diesen schlimmen, du lebst noch in diesem Trauma von diesem schlimmen Abend heute. Da würde ich jetzt erstmal die nächsten Wochen vergehen lassen. So, du musst ja nicht von heute auf morgen aus dem Haus raus. Da werden sich, vielleicht ergeben sich da Ideen in den nächsten Wochen, vielleicht auch von anderen Leuten, die das ein oder andere Tier nehmen könnten. Und du kannst ja vielleicht einen Hund noch mitnehmen und eine Katze. Aber er fehlt mir. Er fehlt dir, das ist das. Er fehlt dir. Ich bin da durchs Haus, Stiefel, sei Jacke, sei Hut, seine Schuhe. Entschuldige, dass ich weine. Nee, das ist völlig normal, dass du weinst. Vielleicht ist das auch sogar ganz gut für dich, wenn du dieses Haus dann in einigen Monaten verlassen wirst. Weil dieses Haus ist voller Erinnerungen mit ihm und an ihn. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass du eine für ihn würdige Trauerfeier organisierst. So wie er das gerne gehabt hätte und wie es für dich auch schön ist. Möchtest du ihn nochmal sehen? Ja. Ich möchte ihn nochmal sehen. Und ich werde eins machen, was er sich immer gewünscht hat. Ich werde keine Blumen kaufen, nämlich Blumen aus dem Garten. Aus eurem Garten? Ja, aus unserem Garten. Ja, das ist gut. Das ist sehr schön. Hat er eine Lieblingsblume? Eigentlich nicht. Dem hat alles gefallen, ob das jetzt ein Gänseblümchen war oder ein Veilchen oder eine Tulpe oder eine Rose. Hauptsache, es waren Blumen aus seinem Garten. Und ihr habt viele Blumen im Garten? Sehr viele. Das war sein Hobby. Das war sein Hobby. Das heißt, jetzt kommen ja viele Blumen oder sind wahrscheinlich schon viele da. Ja. Und die kannst du ihm dann schenken und bringen. Habe ich bloß noch eine Frage, was soll ich machen, dass ich die Nacht heute ein bisschen schlafen kann? Hast du eine Schlaftablette da? Nee, habe ich nicht. In solchen Situationen, finde ich, kann man das ruhig machen mal. Was? Kann ich vielleicht einmal eine Flasche Bier trinken? Ja, du kannst auch eine Flasche Bier trinken. Das wäre auch okay. Wenn dir das hilft, dann trink du dir ruhig eine Flasche Bier. Helfen tut's nicht, weil mein Freund kommt nicht mehr zurück. Nee, aber es betäubt dich vielleicht ein bisschen und du kommst vielleicht besser durch die Zeit und durch die Stunden durch. Aber ich war, in den letzten Minuten war ich nicht bei ihm und da mache ich mir jetzt so viel Vorwürfe. Aber es war ja auch nicht jetzt zu erwarten, dass es jetzt so schnell ging. Nein. Nicht mal die Schwester hat es ja erwartet, sonst hätte sie ihn nicht alleine auf die Toilette gehen lassen. Seine Nichte und ich sind noch frohen Mutes nach Hause gefahren und haben gesagt, jetzt ist er in guten Händen, es wird ihm geholfen. Und ich habe gesagt, ich rufe ihn in einer Stunde an und... Weißt du, Rudi, man muss ja in jedem Unglück steckt ja auch manchmal etwas Gutes oder etwas Tröstliches. Vielleicht in diesem auch. Vielleicht ist es eine Gnade, dass er so schnell jetzt gestorben ist. Ja, der einzige Trost ist für mich, dass er keine Schmerzen mehr hat und nicht mehr leiden muss. Es hätte auch sein können, dass er vielleicht jetzt über Wochen und Monate sehr, sehr, sehr schlimm da niedergelegen hätte. Das ist der einzige Trost. So ist es für dich jetzt der große Schock, aber für ihn war es dann vielleicht ganz schmerzlos. Er war vielleicht sofort weg. Ja, also die haben gesagt, der ist umgefallen, also Herzversagen. Das war's dann. Aber ich möchte noch eins sagen, Domian. Für mich ist jetzt alles vorbei. So einen Menschen wie ihn gibt's kein zweites Mal mehr. Ja, das glaube ich, dass man so empfindet. Und das ist auch normal, dass du jetzt heute so empfindest. Ich suche mir jetzt, wie gesagt, eine ganze kleine Wohnung und werde dann für mich alleine sein. Aber so etwas wie mein lieben Schatz finde ich nie mehr auf dieser Welt und will ich auch nicht mehr finden. Lieber Rudi, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, die Sendung ist vorbei. Ja, ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Mach weiter, deine Sendung ist super. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Kraft für die nächste Zeit. Jawohl, vielen, vielen Dank. Auf Wiederhören, Rudi. Wiederhören. Tschüss. So,
meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Volker Tarke. Morgen haben wir ein Thema und morgen heißt unser Thema Mamasöhnchen. Ich möchte gerne mit Mamasöhnchen reden, mit Frauen von Mamasöhnchen oder auch von Müttern, die ein Mamasöhnchen haben. Ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen, um 1 in